So, ich möchte gern eine Einheit anheuern. Ui, das ist aber teuer. Ja, ist egal, komm. Für Bausen machen wir doch fast alles. Tut mir leid, im Moment ist niemand so verfügbar. Da ist niemand verfügbar. Meine Güte, so. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt noch machen können. Dort gibt es ja definitiv nichts mehr zu entdecken, also in der Bar. Glaube ich, hoffe ich. So. Jetzt ist nur die Frage, hä? Ob wir nochmal hierher gehen. Wir schauen nochmal, ob wir hier... Da haben wir nochmal das Ausrufezeichen. Was sagt er gleich nochmal? Was ist los? Ihr seht verloren aus. Falls ihr Informationen benötigt, schaut in der Bar vorbei. Wenn ihr Mitstreiter sucht, begebt euch zur Gilde. Ja gut, das ist mehr so eine allgemeine Information. Ich würde aber gern... Das war dumm. Warum bin ich überhaupt hergekommen? Ich werde Irina alleine finden. Okay, also... Rush weigert sich quasi, nochmal Kontakt zu König David aufzunehmen. Marquis David, was? War kein König. Aber sowas ähnliches. So, was gibt's denn hier? Rüstung, Katana, Prügel, Lanze... Ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht mal ein Schild kaufen sollten. Aber eigentlich will ich mir nichts kaufen, weil ich irgendwie immer noch das Gefühl habe, wie was ich damals schon sagte, dass wir noch was finden. Entschuldigt, aber die Werkstätte ist noch im Aufbau. Wann ich eröffnen werde? Gute Frage. Also so wie das letzte Mal, da wollen wir nicht hin. Die verkaufen nichts Tolles. Was ist das? Conleys Items. Items können wir vielleicht gebrauchen? Nee, das sind nur solche Sachen. Dann machen wir jetzt mal Folgendes. Wir gehen jetzt mal raus. Raus heißt auf die Weltkarte. Kellerpalais. Jetzt betretbar. Okay. Yamarn-Ebene. Dilmore. Also hier waren wir ja. Was ist aber in Dilmore? Und was ist Kellerpalais? Kellerpalais müsste ja eine Stadt sein, ne? Ja, Hauptstadt von Kellerpalais. Sie hat eine moderne Atmosphäre, die einzigartig ist. Ja, aber ich würde jetzt gern die Yamarn-Ebene. Ich gehe mal, also wir gehen mal nach Dilmore. Einfach nur, weil ich... Alles klar, ich weiß, was Dilmore war. Okay, wir können zurückgehen. Da waren wir ja zuletzt. Sorry, für mich liegt das alles schon ein Stück zurück. Auf die Yamarn-Ebene können wir gerade nicht. Dann gehen wir nach Kellerpalais, weil uns nichts anderes übrig bleibt. Toll! Also, was heißt, uns bleibt nichts anderes übrig? Wir hätten uns nochmal durch Dilmore klatschen können, aber... Guck mal, ist das nicht... Dings da? An dem Stand hier? Wie hieß er denn? Hab's vergessen. So, Alter... Sind bestimmt auch solche Artefakte, die hier diese Stadt beschützen. Und wir quatschen jetzt einfach mal wieder wildfremde Leute an. Guten Tag! Dies ist Kellerpalais, Hauptstraße, der Kranzweg. Der Ranzweg, wo ihr... Ihr seht den Palast am Ende des Weges, oder? Dort residiert unser Herrscher, Herzog Quibin. Quibin? Ja, egal. Entlang dieser Straße findet ihr Läden mit einer großen Auswahl. Schaut euch ruhig ein wenig um. Bist du eigentlich ein Mann oder eine Frau? Könnte eine Frau sein. Nun gut. Da gehe ich jetzt mal... Alter, was ist das? Maschinen oder was? So, eine Zauberin. Guten Tag. Waffen, Items, Accessoires, Komponenten. Entlang dieser Straße könnt ihr alles finden. Mein Favorit sind... Oh ja. Die hochwertigen Heilkräuter, importiert aus dem Süden. Wenn ihr einmal einen Hauch davon vernehmt, ist es euch geschehen. Ja, gut. Ein besserwisser Quisit. Ist der Anblick nicht beeindruckend? Es gibt keinen zweiten Ort auf der Welt, der mit einem solchen Artefakt gesegnet ist. Diese Kristalle, die in der Luft herumschweben, bilden das Artefakt Umber Mariki. Solange Herzog Quibin es gebunden hat, werden die Kristalle leuchten und die Bewohner dieser Stadt werden glücklich und gesund sein. Die
Die Macht und die Ehre von Kella Palais sind mit dem Umbermariki verbunden. So viel ist mal sicher. Der Umbermariki. Was für ein Wort, alter Schwede. Guck mal, ist das nicht... Das ist doch... Oder? Nee, die sieht jünger aus. Aber das ist dieselbe Rüstung. Na, Süße. Hä? Was treibst du hier, alte Dame? Hä? Wie bitte? Kenn ich dich? Oh, ups. Ich habe dich mit jemandem verwechselt. Geh das nächste Mal erst auf Nummer sicher, bevor du jemanden so anflaumst. Entschuldigung. Dieses Mal werde ich das noch durchgehen lassen. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass es kein nächstes Mal gibt. Eine Frau alte Dame zu nennen, ist unhöflich und rücksichtslos. Besonders dann, wenn sie nicht einmal alt ist. Alles klar. Okay, also habe ich mich nicht versehen, aber die ist doch eigentlich... Warum können wir die nicht mitnehmen? Jeder braucht so eine... In Rüstung. Wer bist denn du? Handwerkslehrling. Okay. Hey, was macht ihr da? Was zur... Ein Dieb? Aber der Laden ist noch gar nicht geöffnet. Hier gibt es nichts zu klauen. Okay. Ein Kunde. Wie? Tut mir leid, euch das zu sagen, aber das Geschäft ist noch nicht eröffnet. Mal sehen. Das erste, was ich brauche, ist ein wenig Leichtmetall. Ohne das kann ich keine Modifizierung vornehmen. Zeit für die Bar? Zeit für die Bar. Aha. Also ein Säufer sozusagen. Sagst du jetzt was anderes? Ein Kunde wie, ja, bla bla. Leichtmetall, okay. Leichtmetall. Leichtmetall. Vielleicht gibt es ja andere Sachen zu kaufen. Ein Rapier, ein Bastardschwert. Okay. Ein Otashi. Eine helle Barde. Das ist natürlich auch die Frage, ob Rush mit all den ganzen Sachen kämpfen kann oder ob er nur mit Schwertern kämpfen kann. Warte mal, vielleicht gibt es hier Leichtmetall. Guten Tag. Sieht nicht so aus. Gut, dann brauche ich nichts. Danke der Nachfrage. Achso, hier haben wir noch jemanden. Guten Tag. Ich habe, was ihr braucht. Schaut es euch an. Nur leider brauche ich das nicht. Deswegen schaue ich mir das nicht an. Ja, gehen wir mal tiefer hinein. Hui. Schick. Der Lambero-Bezirk. Das ist mir alles sehr bizarr. Verband des goldenen Helmes. Anscheinend gibt es hier nur einen Verband. So, guten Tag. Dies ist der Lambero-Bezirk von Kella Palais. Ein Stück weiter die Straße runter ist die Gilde. Dort versammeln sich viele erfahrene Abenteuer. Hier drüben befindet sich die Bernsteinbar, die örtliche Kneipe. Sie ist bei gewissen Leuten sehr beliebt. Oh, nicht, was ihr denkt. Anscheinend zieht es die Leute wegen der schönen Wirtin ins Bernstein. Mhm. Wo muss ich hin? Hallo? Kann ich durch? Okay. Ich muss in die Bar. Guten Tag. Das ist aber die Bartür. Hallo. So, wir quatschen mal der Reihe nach. Klatschmädchen. Na dann klatsch mal. Ein merkwürdiges Ding hat Kella Palais terrorisiert. Die Leute hier sind total verrückt geworden. Das sind zumindest die neuesten Gerüchte. Das habe ich gesehen. Pfui, es war widerlich. Es war süß. Okay, da müsst ihr euch noch ein bisschen einig sein. Hallo. Ein merkwürdiges Tier wurde in der Nähe der Geschäfte am Kranzweg gesehen. Oh, wenn sowas hier auftauchen würde, wüsste ich nicht, was ich tun sollte. Mich anrufen. Barkeeperin, Bewunderer.
Es kursiert ein Gerücht in Kranzweg, dass sich in Nagapur eine Menge Soldaten versammelt haben. Ihr glaubt doch nicht, dass sie sich auf einen Krieg oder sowas vorbereiten, oder? Selbst wenn es so wäre, meine schöne Bardame bräuchte... Was? Meine schöne Bardame? Bräuchtet ihr euch nicht zu sorgen? Ach so, er spricht mit dir und nicht mit mir, alles klar. Ich würde euch mit meinem Leben beschützen. Schleimer. Hui, da geht's ja noch hoch. Geil. Jammer Kriegsveteran. Die Lords halten alle paar Jahre eine Kongresssitzung. Die Lords halten alle paar Jahre eine Kongresssitzung ab. In der heiligen Stadt Elysion. Ihr wisst schon, im Zentrum des Kontinents. Von hier aus ist es eine lange, beschwerliche Reise. Solltet ihr vorhaben, nach Elysion aufzubrechen, so versorgt euch zuvor mit genügend Vorräten. Das werde ich im Zweifelsfall tun. Und der Handwerkslehrling von vorhin. Guten Tag. Ich eröffne bald eine Werkstatt. Aber, wie jeder weiß, ich habe kein großes Vertrauen in meine Fähigkeiten. Ich wollte ein wenig an meiner eigenen Ausrüstung arbeiten, aber irgendwie ist das nicht das Gleiche. Würdet ihr mir aushelfen? Leichtmetall ist eine gute Komponente, um meine Modifizierungsfertigkeiten zu verbessern. Ich muss das Geschäft bald eröffnen, aber könntet ihr mir vielleicht etwas davon besorgen? Erntepunkte sollten so aussehen. Alles klar. Verstanden? Gut. Okay. Eine Sache noch. Ihr habt zweifellos Erntegeräte, richtig? Richtig? Was? Ihr habt keine? Das ist allerdings ein Problem. Ich habe welche, aber das sind Familienerbstücke und daher unbezahlbar. Tut mir leid. Hä? Ihr schon wieder? Hä? Achso, an den Erntepunkten interessiert was? Heißt darauf aufzubrechen, wie? Er will anscheinend auch aufbrechen. Nun, wenn er wirklich will... Bis bald, Herr Butler. Was zur Hölle ist das? Das war ein Maulwurf mit das mysteriöse Ding. Herr Butler hat sich der Gruppe angeschlossen. Ernten ist nun an Erntepunkten im Verlies und an anderen Orten verfügbar. Die Anzahl der Ernteversuche, die Herr Butler hat, wird als Buddelzähler angezeigt. Na, der Buddelzähler. Das ist was wie der Lümmelverkorker angezeigt. Der Zähler wird bei Rückkehr auf die Weltkarte zurückgesetzt. Buddelzähler. Was ist denn heute los? So. Guten Tag. Let's do this. Was genau? Huch. Okay. Jetzt würde mich irgendwie auch interessieren, ob der auch kämpfen kann. Come on, let's kick some ass. Gottes Willen. How you like that? Hilfe. Ich habe bloß noch ganz wenig Leben. Zack. Gut. Das Leben ist ab sofort kein Problem mehr. Jetzt ist das Leben wieder lebenswert. So, haben wir denn hier über Butler-Punkte? Guten Tag. So. Das ist richtig. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben zum Quatschen, wollte ich euch noch kurz erzählen, dass erstmal Nase juckt. Oh Gott, alles klar. Das vom lieben Tilosi und von mir, also das betrifft jetzt LPs und LPTs, erstmal die nächsten 2 Wochen nichts kommen wird. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich schaffen sollte, dieses Last Remnant LP am Laufen zu halten, weil der liebe Tilosi ist im Urlaub bereits. Come on out. Sehr gut. Okay, later. Ach, das war's schon. Ja, der ist im Urlaub jetzt erstmal 2 Wochen. Vielleicht
würde danach was erzählen davon. Halt, stopp, jetzt rede ich. Und ich fahre dann nächste Woche in den Urlaub und deswegen wird das jetzt, die eine Woche überschneidet sich dann und deswegen könnte es ein bisschen LP-kritisch werden. Ich gebe mir Mühe, ich nehme auf wie ein Wilder hier. Aber ich muss ja auch erstmal für die Woche noch Zeug machen. Aber ich denke, das kriegen wir alles hin. Und der Handwerkslehrling hat uns was anderes zu sagen. Ihr habt mir Leichtmetall besorgt. Jetzt kann ich üben. Danke, mein Junge. 1000 G. Wow. Kommt bei mir in der Werkstatt in Kranzweg vorbei. Ich werde auf euch warten. Ach, und falls ihr es noch nicht wusstet, es gibt überall Erntepunkte. Ihr solltet danach Ausschau halten. Mission erledigt, Herr Butler. Bleibt jetzt bei uns? Mag der uns? Status von Herr Butler wurde zum Gruppenmenü hinzugefügt. Warte, Gruppenmitglieder? Warte, Gruppenmenü? Herr Butler. Herr Butler, guten Tag. Der ist aber süß, oder? Guckt euch den mal an. Haha, wie er sich freut. Ja, wie gesagt, jetzt steht dort einer, mit dem ich quatschen soll. Wie gesagt, es gibt da diesen überschneidenden Punkt und ich gebe mir Mühe, dass ich das schaffe. Den Rest werdet ihr ja sehen. Deswegen auch nicht wundern, wenn wir jetzt zwei Wochen lang nicht auf Kommentare antworten sollten. Ich gebe mir immer Mühe, die zu beantworten, auch wenn sie nicht an mich gestellt sind. Ich habe es jetzt eine Weile nicht gemacht, weil einfach die waren ja nicht an mich gestellt und ich wollte, dass Thilosi die beantwortet und der wollte aber so manche nicht beantworten. Ja, wie dem auch sein. Ihr möchtet etwas über die mächtigen Familien in Kellerpalais erfahren? Das Haus von Nielsen, das Haus von Zita, jene zwei und das Haus von Gillesbare sind die bekanntesten, glaube ich. Seit jedoch die Herrschaft über Kellerpalais an Herzog Gwybin gefallen ist, haben die Gillesbares einen deutlichen Abstieg erfahren. Ihr Patriarch, Graf Girfen, ist vor einigen Jahren verschieden. Man sagt, dies war der Grund für den Verfall des Hauses. Die Nielsens auf der anderen Seite haben an Ansehen gewonnen, besonders nachdem die Tochter von Graf Girven in die Familie eingeheiratet hat. Egal. Tja, selbst die Blaublüter haben ihre Dramen. Wie? Sehr schön. Was macht denn ihr? Süß duftende Jungfer. Na? Oh, ich bin so schwer. Schwer verliebt natürlich. In einen der Wächter von Kellerpalais. Er ist wunderschön. Seine Augen funkeln wie der Umbermariki. Ich kann nicht unter seinen Helm schauen. Aber ich weiß es einfach. Derzeit ist es noch eine einseitige Liebe. Ich bin so aufgewühlt. Ich fühle mich, als könnte ich platzen. Oh. Och Mensch, armes Huschel. So, und die Kellnerin. Habt ihr diesen leicht... Oh, das ist eine Kellnerin, sorry. Habt ihr diesen leicht... raubbeinigen Jamar gesehen? Der dort unten alleine sitzt? Er ist ihr Stammkunde. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen ist er weit herumgekommen und weiß eine Menge. Wenn ihr Fragen über andere Teile der Welt habt, überwindet euren inneren Schweinehund und fragt ihn, okay? Er sieht zwar etwas beängstigend aus, ist aber eigentlich ein netter Kerl. Ich werde meinen Schweinehund nicht überwinden, weil ich ein Tierfreund bin.